Hi. Hi. Na, hi. Alles klar, was macht ihr hier? Sport. Ja, natürlich. Seid ihr neu hier? Seid ihr neue Mitglieder? Soll das ein Flirtversuch sein? Hm? Was ist hier los? We are young. Musst du mir so einen Krach machen, Mann? Entschuldigung. Was ist los? Ich wollte damit nur mitteilen. Ach, heute wird so richtig gut. Heute wird ein richtig guter Tag, Freunde. Ich hab das im Urin ja schon, als ich aufgestanden bin. Basti, heute passiert irgendwas Gutes. Ich hätte an deiner Stelle auch immer gute Laune, wenn ich so viel frei habe wie du. Ja. So viel frei habe? Ja. Pass mal auf, wenn du nach Feierabend dich hier langlegst, da hab ich noch lange nicht Feierabend. Da sitze ich dann neben mir noch und kontrolliere Arbeiten und so weiter. Und so weiter. Heute und so weiter. Und das ist, Was? Sag mal. Sag mal, wollen wir zusammen zur Arbeit gehen? Ja, na los, komm. Ne? Mach's gut. Was macht ihr heute schon? Na, arbeiten. Ja, ich hab frei. So, aber wir räumen jetzt hier. Ich räume jetzt hier nicht wieder auf, Freunde. Ein Piepmatzvogel hier. Was? Hey, Frau, alles schick? Morgen, ja. Was? Schön, dass du hier bist heute. Schöner Tag heute. Ja, ja? Allerdings, was hast du vor? Kein Putzen. Ich gehe trainieren. Ich habe gestern schon nicht trainiert. Ja, jetzt hör mal auf mit dieser Panik. Ich hab auch die Nase voll schon vom Putzen. Nee, heute wird so ein richtig guter Tag. Ich bin gerade aufgestanden, hab im Urin gehabt. Heute passiert irgendwas Gutes. Und da dachte ich, ich gehe zum Sport. Du hast was im Urin gehabt? Okay. Ich hab... Erfolg, lassen wir das. Wo gehst du hin? Machst du Sport? Ja, ich. Na komm, ich mit. Schön, Bodybuilder. Ich trainiere lieber alleine. Ja? Ah, da sind aber ein paar Frauen bestimmt. Ja. Können wir schön ein bisschen gucken. Gucken? Ich will trainieren, Mann. Ja. Geh nicht in den Club Hasenjagen, was du? Du kannst es auch immer wieder gebrauchen. Komm, gib's zu. Ich bin sehr zufrieden. Bisschen schön eine nette Frau kennenlernen. Ich bin sehr zufrieden. Ja, dann kannst du wenigstens mein Wingman sein. Pass auf, du wartest kurz, ich pack meine Sachen und komm mit. Und dann schön. Ja? Mal bessere Zeiten gesehen, war Piet. Irgendwie, also so besuchertechnisch. Irgendwie. Nichts zu tun. Haben mal eine ganze Menge Frauen hier. Hübsche Frauen. Ich kann nicht sehen. Ist alles nicht mehr so. Ist hier irgendwo eine rote Lampe an? Vielleicht hast du dich ja Puffel. Das ist ein Dienstleistungsbereich aus der anderen Richtung. Vielleicht seid ihr da ein bisschen durcheinander, Leute. Was soll denn das? Außerdem, Sport ist ja auch oft dazu da, um sich körperlich zu optimieren. Na, ein Glück hast du noch ein paar Mitglieder wie uns, die öfter auch mal kommen. Ja, aber nur um Getränke hier wegzuzahlen, verstehst du? Genau. Was gibt es denn Wasser? Wasser hast du dabei. Ah, hier ist der Rauschen. Was? Ich kann. Halt doch nicht so offensichtlich. Was ist denn los? So lange ich mehr? Oder? Das ist zu offensichtlich. Was würde denn da irgendwann machen? Er würde jetzt rüber hin und die ansprechen. Die mit den Zöpfen, Alter. Die ist... Ja, dann mach das doch. Oh. Halleluja. Also, wenn du es noch kannst. Kannst du es noch? Ich war länger nicht in der Beziehung, aber ich war kein Einsiedlerkrebs. Ja, dann. Feuer frei. Hi. Na, alles klar, was macht ihr hier? Sport. Ja, natürlich. Seid ihr neu hier? Seid ihr neue Mitglieder? Soll das ein Flirtversuch sein? Hm? Oder was ist hier los? Nee. Wollte jetzt nur... Ja, ich glaube, ich habe genug gehört. Ja, nee, sollte jetzt wirklich das Sache nur entschuldigen. Was mein Kollege hier sagen möchte, ist, dass er ein Ego-Boost gehabt hat. Er wurde nämlich zum Lehrer des Jahres gekürt. Von seinen Schülern. Mhm. Ja, du bist der Lehrer. Nee, der coolste Lehrer an der Schule. Lehrer des Jahres. Der coolste. Ja. So witzig, ich bin auch so was Ähnliches. Ich bin Erzieherin, das passt ja voll gut. Ja, stimmt, hi. Tatsache. Wenn, hi, Basti. Konstanze, wie geht's? Nett, dich kennenzulernen. Mhm. Erzieherin, das ist ja cool. Ja. Für ganz kleine Kindergartenkinder. Ja, voll schön. Schön, ja, das ist, sorry, eben gerade noch mal mein Spruch, der war gerade, ich bin da manchmal ein bisschen nicht ganz so. Ach, überhaupt nicht. Nein, ich fand's überhaupt nicht schlimm, ich fand's für süß eigentlich. Und ich bin selber voll der Flirtversager, also ich sag peinliche Sachen genauso. Versager. Ja. Na, also war's nicht gemeint. Wir wollten noch mal ein bisschen weitermachen. Wir haben gerade nur eine Pause gemacht. Wollt ihr gerade auch? Ihr wollt auch gerade anfangen, ne? Ja, wir wollten auch gerade anfangen. Dani, wollten wir auch gerade anfangen? Dann sehen wir uns ja unten gleich noch mal, oder? Hoffentlich, vielleicht. Ach, geht ihr auch in den Kurs? Ja, richtig. Also gleich, bestimmt, ja. Und du? Kommst du auch mit? Ja, ich weiß nicht. Geh mal da hinten. Geh ich da mit, Basti? Ja, das ist übrigens meins und das ist fair. Ja, also ab in den Kurs.
Und was machst du eigentlich so? Also wenn du jetzt gerade nicht auf die Kinder von anderen Eltern aufpasst und hier deinen knallharten Buddy stehlst. Dankeschön. Also da gibt's schon was, aber das sage ich dir nicht, Basti. Warum nicht? Nein, mir das peinlich? Ja, das ist mir voll peinlich. Nein, mir muss gar nichts peinlich sein. Also bei mir schon mal gar nicht. Also. Okay, ich sag's dir aber, nicht lachen. Ich lache nicht, versprochen. Okay, also manchmal so für ein Wochenende oder was packe ich mein Zelt ein und dann fahre ich in die Wildnis. Ja. In die Natur komplett, ja. Alles ruhig, ich komme runter, ich brauche das manchmal. Warte mal, dein Ernst jetzt? Ja. Nein, du verarschst mich. Oh Mann, ich wusste es, Basti, ich wollte das nicht sagen. Ich meine das jetzt nicht, also du hast mich jetzt, du verstehst mich jetzt grundlegend falsch. Ich mach das auch super gerne. Wirklich? Ich spüre bei alles, was mir lieb und heilig ist. Ich Zelt nehmen, in den Wald fahren. Die Ruhe, genießen die Natur, die Düfte, die Räusche, die. Ist ja so krass, das ist ja, als wenn wir Seelenverwandte wären. Ja, genau. Ey, können wir direkt mal zusammen zelten gehen, oder? Klar, warum nicht? Sorry, da muss ich mal ganz kurz reingehen. Mhm. Herr Fichte. Ja. Jetzt? Können wir den nicht am Telefon? Ja, okay, unter vier Augen können wir das auch. Ja, denn ich bin schon auf dem Weg gleich. Alles klar, bis gleich. Tut mir total leid, ich muss los. Unser stellvertretender Direktor, Herr Fischer, kann angerufen, der will irgendwas von mir. Ich würde mich super freuen, wenn wir unser Gespräch weiterführen könnten. Mhm. Heute Abend vielleicht? Mhm, unbedingt. Gibst du mir deine Nummer? Na klar. Ich bin gleich wieder da. Tom, ich muss eben kurz mal schnell los. Herr Fischer hat angerufen. Okay. Der will irgendwas, ich habe keine Ahnung, was der will, aber. Alles klar. Ja, wir sehen uns heute Abend. Wir sehen uns heute Abend. Tschüss. Dankeschön. Dankeschön. Ich melde mich. Aha. Bis später. Bis später, ich freue mich. Ich mich auch. Ciao. Ciao. Die Frau, die ist ja perfekt. Das ist ja die eine. Und aus ihrer Sicht, jetzt muss ich weg. Das kann doch nicht sein. Also wenn es dabei nicht um eine saftige Gehaltserhöhung geht, dann weiß ich auch nicht. Herr Fichte! Ja, Holger! Das ist ja großartig, super! Geschafft. Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie so spontan und das auch noch während der Ferienzeit kein Problem. Zeit gefunden haben, so weit zu kommen. Ja, klasse. Worum geht's denn? Passen Sie auf, Sie wissen, dass wir eine Partnerschule haben in Uganda, in Entebbe. Du bist mir zu angekommen, ja. Da soll es auch einen Lehreraustausch geben. Wir hatten schon den Kollegen Stiegel dafür vorgesehen. Ja, hat er vielleicht schon gehört. Ja, genau. Der Kollege Stiegel musste sich jetzt unbedingt das Bein brechen. Oh. Deswegen fällt er jetzt aus. Und wir suchen jetzt nach einer Vertretung. Und raten mal, auf wen wir gekommen sind. Genau, nämlich auf Sie. Weil Sie einfach einer unserer besten... Ja, jetzt... Tun Sie nicht so. Sie sind einer unserer besten Lehrer, die wir hier haben. Ja? Sie hatten super Draht zu den Schülern. Ja. Sie kommen gut an, sie sind weltoffen, ja? Sie sind auch offen für neue Sachen. Oh, sie können über den Tellerrand einfach mal auch schauen. Ja? Ja. Und deswegen kam man natürlich sehr, sehr schnell auf Sie. Okay. Ja? Und zudem ist natürlich auch noch meine Hoffnung, dass Sie etwas flexibler sind als die Kollegenschaft, weil Sie auch noch Junggeselle sind. Ja. Weil es ist so, nächste Woche soll der Lehreraustausch stattfinden. Wir bräuchten sehr schnell jetzt eine Entscheidung. Also bis morgen bräuchten wir eine Entscheidung. Woche? Nächste Woche geht's los und dann ging der Flieger nach Entebbe. Oh, okay. Herr Fischer, kann ich vielleicht noch eine Nacht drüber schlafen? Ja, ne? Klar, eine Nacht, aber mehr kann ich Ihnen leider auch nicht zubelegen. Ne? Morgen müssen wir definitiv Ihre Entscheidung haben. Okay. Ja? Okay, dann vielen, vielen Dank erstmal. Das ehrt mich sehr. Ich muss auch leider schon wieder los, Herr Fischer. Alles klar, kein Problem. Ich sage Ihnen morgen Bescheid. Ja? Alles klar. Super. Wunderbar. Bis dann. Ja? Tschüss. Tschüss. Wow, also ich fände das wirklich mega spannend, für so ein Schulprojekt nach Uganda zu gehen. Aber warum muss dieses Angebot ausgerechnet an dem Tag kommen, wo ich vielleicht die Frau meiner Träume kennengelernt habe? Immer diese Entscheidung. Ein Marder mitten in meinem Zelt, der war riesig. So, oh mein Gott, mich hat noch nie ein Mensch so schnell laufen gesehen. Ja. Ich kann mir gut vorstellen. Wenn ich so ein Raubtier in meinem Zelt hätte, dann würde ich aber auch, glaube ich, ein bisschen sprinten. Ich hatte mal so eine Begebenheit mit einem Wildschwein erwartet. Ja. Aber im Ausland, da gibt es ja auch verschiedene, viele Raubtiere. Wenn man da zeltet, dann
Hast du schon mal im Ausland gezeltet? Hm? Nee, nee? Nee, Ausland war jetzt nur. Apropos, ja, ich, pass auf, Konstanze, warum ich vorhin in die Schule abgestellt wurde. Ich hab eine riesen Chance bekommen. Ich würde es auch echt gerne machen. Also eigentlich habe ich auch schon ja gesagt. Ich kann als Austauschlehrer nach Uganda gehen. Wow, das ist doch super. Ja. Ich weiß. Ich würde mich, weiß ich nicht, mein ganzes Leben lang würde ich mir das vorwerfen, wenn ich das nicht machen würde. Aber ich finde das halt auch so krass scheiße wegen uns, weißt du? Wir haben uns gerade erst kennengelernt und ich. Aber ich hoffe einfach, dass du auf mich wartest, bis ich wieder da bin. Was? Dann können wir da weitermachen, wo wir angefangen haben. Oh mein Gott. Was sie denn ernst jetzt? Ja. Was? Aber ich glaube, du hast da einfach ein bisschen was falsch verstanden. Ich meine, wir kennen uns auch erst seit heute. Ja, ja. Kannst du meinetwegen hinfahren, wohin du möchtest? Das interessiert mich herzlich wenig. Ich glaube, du brauchst dafür meine Erlaubnis nicht. Und was meinst du überhaupt nicht auf dich warten? Das ist jetzt ein Scherz, oder? Oh mein Gott, ich meine, du tust ja gerade so, als wenn wir jetzt hier heiraten würden an Ort und Stelle. Konstanze, ich hab jetzt einfach nur, weil wir so schön auf einer Wellenlänge schwimmen und, ja. Und weil wir uns so gut verstehen und deswegen. Aber es ist mir gerade ein bisschen zu viel alles und überhaupt, ich wollte was ganz Lockeres haben, ein bisschen Spaß haben zusammen. Und wir sind ja jetzt nicht sofort ein Pärchen, ne? Also ich glaube, es ist einfach besser, wenn ich jetzt hier. Mach's gut, Basti. Ich wünsche dir alles Gute in Uganda. Ganz viel Glück. Ja, aber wir können ja auch. Tschüss. Na? Na? Ist Alene hier? Ja, zumindest hier. Natürlich. Ich hab mal einen Kochtopf. Was denn? Ich brauch einen Kochtopf. Ah, ist jetzt so. Ja, gut, musst du mir nicht beantworten. Was denn? Die Leute, die müssen morgen früh aufstehen. Alter, ich wollte euch nur was mitteilen. Was hallo. Was willst du denn immer so? Schreibt einen Zettel. Bilder ja nicht. Das ja, am Kühlschrank ein Zettelheft. An was erinnert euch das? So eine Trommel. Keine Ahnung. Am Kinderspiel. Schlagzeug. Ah, schön, dass du wenigstens. Hallo, Dani. Hi. Ja, nee, ich habe einen Anruf erhalten und ich musste in die Schule kurz mal. Ja, zu unserem stellvertretenden Direktor und der hat mir ein wahnsinniges Angebot gemacht. Und da wollte ich euch nur ganz kurz mal mitteilen, dass ich mich dafür entschlossen habe. Und zwar gegen nach Uganda für 2 Monate. Ja, als Austauschlehrer. Träum ich noch oder bin jetzt ich erst? Jetzt, also jetzt demnächst? Nächste Woche. Nächste Woche so schnell? Ja, für 2 Monate nach Uganda, richtig. Als Austauschlehrer, das ist unsere Austauschschule. Was willst du da unterrichten? So ein, ja, na, nicht ugandinisch. Sicherlich genauso auch Mathematik und Sport. Neben Kongo. Okay. Neben Kongo. Was sagt denn Konstanze dazu? Bei Kongo. Okay. Ja, nicht so viel Konstanze jetzt nicht mehr. Ja. Geschichte. Deswegen, ja. Scheiße. Ja. Aber hey, Uganda, ja, Alter, das sind die Frauen. Da findest du auf alle Fälle dein Gegenstück. Und dann, wenn du auch noch Swahili sprichst, ich glaube, das erhöht auch noch die Chance. Finde ich jetzt, motiviert mich jetzt noch nicht so, aber ja, nee. Aber ey, pass ja. Auf jeden Fall auf, dass die Löwen dich nicht fressen. Aber was willst du da unterrichten dann dort? Ja, Mathematik und Sport. Ach so, und übrigens, Löwen sind nicht die gefährlichsten Tiere in Afrika, ne? Also nur mal belesen vielleicht. Leben, ne? Auch Nilpferde okay, dort. Die sind nicht so niedlich, wie sie immer da sind. Alles klar, Herr Oberlehrer. Die wichtigste Frage für mich ist, wie lange bist du weg? 2 Monate. Ich geh ins Bett. Warte, ich hol. Ja, warte. Ey, das ist echt super. Viel Erfolg. Ja, nee, wie gesagt, Nilpferde sind die mit Abstand wildesten, mit wildesten. Ich hab's verstanden. Ach so, und Basti? Ja. Basti, ja? Komm, wir schlüpfen noch an. Ja, endlich mal eine. Das finde ich endlich mal eine. Was ist denn jetzt mit den anderen? Wollen die nicht mittrinken? Komm, jetzt komm, trink jetzt Schluss auf hier Uganda. Komm, dann trinken wir jetzt. Nein. Kann ich auch eins haben? Ja. Ja, bitteschön. So, grüß das schön auf Uganda. Vielleicht kannst du mir Angola mitbringen. Auf Uganda? Was? Angola.
Gorilla. Das ist ein Gorilla. Wir müssen meine Freiheit feiern. Was machst du hinter der Bar? Raus, da sofort. Sag mal, willst du mich verarschen? Raus! Und zwar sofort. Das ist eine kleine Party. Wäre es ganz gut, wenn du auch auftauchen würdest. Ja, dann gehst du halt mit. Ah, okay, cool. Ich weiß schon, was ich anziehe. Okay. Was? Warte mal. Unter einer Bedingung. Du hältst dich im Hintergrund, okay? Wie peinlich ist das denn bitte? Olivia baggert den Designer ja mal sowas von an. Ich habe das perfekte Hotel für Miguel und mich gefunden. Ich kann es gar nicht abwarten, was Miguel diesmal mit mir anstellt.